Ja, hallo zusammen. Heute geht's bei Gitarre lernen für Lau um Rhythmusanschläge und einige Techniken, um den Rhythmus hervorzuheben. Eine der wichtigsten Techniken dabei ist das Dämpfen der Saiten mit dem Handballen. Dazu legt ihr euren Handballen am Steg auf die Saiten auf. Der Anschlag klingt perkussiv. Wenn ihr den Handballen wegnehmt, klingt der Ton natürlich voll. Das kann man ausnutzen, indem man stoppt. Es würde so aussehen. Übt erstmal das Auflegen und das Abstoppen. Einen Augenblick getrennt. Und wendet das Abdämpfen der Saiten anschließend auf unsere pentatonische Übung an. Der Handballen liegt auf. Mit dem Plektrum im Wechselschlag geht es jetzt. Auf und ab. Das Ganze mal ohne Dämpfung. Und das Ganze mit Dämpfung. Bei der Akkordbegleitung kann man das auch ganz wunderbar einsetzen, um Akzente zu erreichen. Wir greifen mal ein A-Moll, spielt wird auf der A-Seite und denken uns, wir spielen in einem 4/4-Rhythmus. Einfacher Anschlag 5/4 ist immer der Wechsel einer Bassseite. Zusammen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Im Grundrhythmus. Das Ganze können wir mit dem Dämpfen kombinieren. 1, 2, 3, 4. Und schon gibt es einen schönen Akzent dabei. Geht da gerne mal ein bisschen mit. Wenn wir schon dabei sind, 4/4-Rhythmen zu zerlegen, man kann 4/4 natürlich unterteilen, das haben wir auch schon getan. Nehmen wir mal an, das ist unser Grundschlag. 1, 2, 3, 4. Klingt auf die Dauer ein bisschen fad. Wir sind immer noch im A-Moll. Man kann das Ganze dann auch mal mit einem Aufschlag kombinieren. 1, 2 und 3, 4. 1, 2 und 3, 4. Ab, ab und auf, ab. Das ist schon mal ein schönes Rhythmus-Pattern. Führen zum Beispiel Balladen. Das Ganze kann man
später jetzt ein